Ach, ist das schön. So viel Vitamin D. Na, wart ihr auch schon in der Sonne? Wenn nicht, dann ab in die Sonne mit euch. Wie schwer zu verkennen ist, heute geht's um Vitamin D. Es gehört zu der Gruppe Vitamine, weil es ein Mikronährstoff ist, der aber auch essentiell für den menschlichen Organismus ist. Allerdings hat man bei der Entdeckung damals, hat man sich ein bisschen vertan, weil eigentlich ist Vitamin D kein Vitamin, weil der menschliche Organismus fähig ist, es selber zu produzieren, und Vitamine kann der Körper eigentlich nicht selber herstellen. Man hat es aber damals irgendwie ein bisschen verwechselt, weil es halt doch sehr ähnlich ist, den Vitaminen, und dann hat man es einfach bei dem Namen belassen. Warum der Name D? Das ist genauso wie bei den anderen Vitaminen. Es wurde nach dem Vitamin A, B und C entdeckt, also Vitamin D kommt als nächstes. Es wurde wirklich nach dem Alphabet sortiert. Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen, das bedeutet, es benötigt Fette, damit das Vitamin D im menschlichen Organismus aufgespalten werden kann. Das heißt aber nicht, dass ihr euch jetzt unbedingt Sorgen machen müsst, dass wenn ihr Vitamin D supplementiert, ihr eine Flasche Öl oder so trinken müsst. Nein, das ist vollkommener Quatsch. Bei den meisten Supplementen sind Fette mit drinnen, und bei den Lebensmitteln, wo eigentlich auch Vitamin D drinnen ist, sind auch eigentlich immer Fette mit vorhanden, also diese naturbelassenen Lebensmittel. Nach offiziellen Angaben ist der Bedarf bei einem Erwachsenen bei ungefähr 20 Mikrogramm pro Tag. Allerdings vermutet man auch, dass der Bedarf eigentlich viel, viel höher ist, weil ja eben der menschliche Organismus selber Vitamin D produzieren kann, und man vermutet halt eben bei so 30 Minuten Ganzkörpersonne, dass das ungefähr das Zehnfache produziert wird. Daher vermutet man, dass halt eben viel mehr benötigt wird, aber eigentlich, wenn man regelmäßig in die Sonne geht ein bisschen, reicht diese Menge definitiv aus. So, und wie funktioniert das Ganze mit der Eigenproduktion? Das ist ganz einfach unter der Einwirkung von der UVB-Strahlung, also UV, und das muss UVB sein. Das kommt halt hauptsächlich aus der Sonne, dieses Licht, also UVB, und dadurch ist die Haut, unsere Haut, wenn die unter UVB-Einstrahlung liegt, sozusagen fähig, daraus Vitamin D zu machen. Daher empfiehlt es sich auch nicht immer nur mit Sonnencreme in die Sonne zu gehen, weil Sonnencreme blockiert jegliche UV-Strahlung. Wenn ihr natürlich sehr empfindlich seid, wenn es um Sonne geht, also Sonnenbrand sollte man definitiv vermeiden, dann geht wenigstens ein paar Minuten ohne Sonnencreme in die Sonne, bis ihr wirklich sicher gehen könnt, okay, gut, bis dato definitiv bekomme ich keinen Sonnenbrand. Dann und danach dann vielleicht eincremen. Es wird auch mit der Zeit, könnte es passieren dann eben, dass ihr immer länger in die Sonne gehen könnt, ohne Sonnencreme, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Also die Haut kann sich, ist möglich, mit der Zeit an die Sonne gewöhnen, sodass ihr vielleicht irgendwann teilweise gar keine Sonnencreme mehr braucht, zumindest bei unseren Breitengraden. In Lebensmitteln ist natürlich Vitamin D auch vorhanden, und zwar in Eiern, in Fisch, aber auch in Pilzen. Aber allerdings ist es jetzt nicht so wichtig, also Pilze kann man ja essen, die sind ja vegan. Ist es nicht ganz so wichtig, sich auf Fisch und Eier zu fixieren wegen Vitamin D, weil die körpereigene Produktion eigentlich vermutlich viel, viel höher ist, sodass wirklich die Ernährung eigentlich nur einen winzig kleinen Bruchteil an Vitamin D-Versorgung eigentlich ausmacht. So, und für was ist jetzt eigentlich Vitamin D überhaupt wichtig? Zusammen mit Calcium und Vitamin K, aber auch natürlich viele weitere Nährstoffe, ist es verantwortlich für die Knochengesundheit. Deswegen wird auch oft geraten, Calcium und Vitamin K zu supplementieren, wenn man Vitamin D supplementiert, um halt eben die Knochengesundheit. Aber das ist vollkommener Quatsch. Normalerweise sollte man auch die anderen ganzen Nährstoffe, also es sind ja nicht nur die zwei Nährstoffe, sollte man eigentlich auch mit der Ernährung normalerweise abdecken können. Allgemein ist Vitamin D für den Calcium- und Phosphathaushalt zuständig, beziehungsweise es reguliert ihn. Also es ist sozusagen zuständig dafür, dass Calcium aus dem Darm aufgenommen wird, dass Calcium in den Knochen eingebaut wird, und es sorgt sogar dafür, dass Calcium aus dem Primärhahn resorbiert werden kann. Kleinen Säuglingen wird oft gerne Vitamin D gegeben aus Angst vor Rachitis, obwohl das eigentlich vollkommener Quatsch ist, weil eigentlich wird dann dadurch nur der Calcium-Einbau in die Knochen verhindert. Früher hat man dafür halt Leber dran gegeben, jetzt ist es halt eben Vitamin D-Öl oder es sind auch manchmal Vitamin D-Tabletten. Bei Babys empfiehlt man eher das Öl zu nehmen, also Vitamin D-Öl, weil eben Tabletten eher für Koliken zuständig sind, also Blähungen. Bei unserer Tochter gab es sogar mit Vitamin D-Öl Probleme. Im Sommer geht es natürlich auch bei Babys ohne Vitamin D-Supplementierung. Einfach unbedeckt mit dem Kopf in die Sonne gehen, so mindestens 30 Minuten pro Tag. Aber im Hochsommer natürlich nicht direkte Sonneneinstrahlung. Das ist natürlich für so ein kleines Baby viel zu extrem.
Dazu kommt natürlich auch noch, dass Vitamin D am Immunsystem beteiligt ist. Das heißt, das Immunsystem aktiviert eigentlich erst unsere Antikörper, damit die Antikörper überhaupt erstmal auf Feindessuche gehen. Das heißt also, ohne Vitamin D ist unser Immunsystem kaum fähig, wirklich Krankheitserreger ausfindig zu machen und unschädlich zu machen. Allgemein wird auch Vitamin D-Mangel mit sehr vielen Krankheiten verbunden, unter anderem Krebs, Osteoporose, Diabetes, kardiovaskuläre Krankheiten und sogar Autoimmunerkrankungen. Und wenn ihr natürlich abnehmen wollt, ist es auch ganz, ganz wichtig, auf den Vitamin D-Spiegel zu achten, weil Vitamin D hilft dabei, abzunehmen. Wenn man einen Vitamin D-Mangel hat, hilft es eher dabei, Fetteinlagerung zu steigern sozusagen. Das war aber echt noch lange nicht genug. Und zwar kann Vitamin D unter anderem die Einlagerung von Blei verhindern. Das heißt, Vitamin D schützt unter anderem auch vor Giften wie Blei. Also ihr merkt, Vitamin D ist sehr, sehr wichtig, ist an sehr vielen Funktionen im menschlichen Organismus beteiligt und daher ist es echt nicht zu spaßen mit einem Vitamin D-Mangel, weil das wirklich sehr viele Folgen haben kann. Daher guckt, dass ihr immer wirklich regelmäßig rausgeht, auch ohne Sonnencreme. Natürlich darauf achten immer, dass ihr keinen Sonnenbrand bekommt. Immer regelmäßig in die Sonne rausgehen, damit der Körper einfach anfängt, Vitamin D zu produzieren. Ansonsten könnt ihr halt eben diverse Lebensmittel wie Pilze zum Beispiel ein bisschen einbauen, damit ihr halt es zumindest ein bisschen. Und im Winter würde ich euch empfehlen, also wenn wirklich schlechtes Wetter ist, wenn der Sonnenstand niedrig ist, dann ist die UVB-Strahlung sehr niedrig, Vitamin D zu supplementieren. Empfohlen wird Vitamin D3. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich habe ein Vitamin D3 Spray, das ist auch vegan, also bei Vitamin D3 müsst ihr darauf achten, dass es vegan ist, wenn ihr das supplementiert. Die meisten sind nämlich aus Schafswolle gewonnen, aber auf dem Vitamin D3, das ich habe, da steht auch vegan drauf, also von daher vertraue ich mal drauf, dass es auch wirklich vegan ist. Dann gibt es ja auch noch so diese Unterschiede, D1, D2 und D3. Soviel ich weiß, sind D2 und D3 natürlichen Ursprungs. D3 wird im menschlichen Organismus hergestellt, D2 soll ein Pflanzenvitamin D sein und D1 und die anderen, die sollen synthetischer Natur sein. Leider bin ich nicht so ganz draus schlau geworden, ob jetzt wirklich Vitamin D2 schlechter ist oder nicht. Also viele sagen, Vitamin D2 soll schlechter sein. Ich habe aber diverse Studien gesehen, die auch wirklich gut waren, dass Vitamin D2 genauso wirkt. Ich werde dazu einen Selbstversuch machen, aber das kann ich erst, wenn dann, frühestens im nächsten Winter machen, weil über den Sommer bringt es wenig. Da probiere ich es dann mal wirklich mit Vitamin D2. Und schau mal, ob das auch genauso wirkt und berichte euch natürlich dann. Und so lang einfach Vitamin D3 nehmen und im Sommer einfach genügend rausgehen. Dann sollte es eigentlich auch reichen ohne Supplementierung. Und dann war's das mit dem Video, dann sind wir durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte gebt mir einen Daumen hoch. Ganz, ganz wichtig für mich, damit ihr meine nächsten Videos nicht verpasst. Einfach meinen Channel abonnieren, dann bekommt ihr die nächsten Videos mit. Und teilt das Video, da würde ich mich am meisten drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.